Das Sprunggelenk besteht aus einem Zusammenschluss ganz vieler Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln und so weiter. Worum wir uns heute kümmern wollen, ist die Positionierung der Unterschenkelknochen zum Fuß an sich. Das kann man einfach mal so darstellen. Oft ist das Problem, dass diese Knochen zu weit vorne sitzen und damit die Bewegungsfähigkeit etwas eingeschränkt ist. Was wir machen wollen, ist, wir wollen es etwas weiter zurückbringen in eine bessere Position. Das Gelenk wird mehr offen und ich kann dann mich weiter bewegen, wenn die Muskulatur, die hier hinten sitzt, die Bewegung zulässt. Wir haben hier eine Übung, wo wir beide Ansätze mal bearbeiten können. Sowohl versuchen, den Knochen weiter nach hinten zu positionieren, plus hinten etwas mobiler zu werden. Schaut euch an. Meine Sprunggelenke sind in der Beugung eigentlich sehr beweglich. Wir wollen mal schauen, ob auch ich mit dieser Übung die Beweglichkeit ein bisschen erhöhen kann. Dafür machen wir folgenden Test. Ich stelle mich mal an diese Säule und versuche rauszufinden, wie weit kann ich den Fuß von der Säule wegstellen und bin auch in der Lage, mit dem Knie die Säule zu erreichen, ohne dass meine Ferse sich vom Boden hebt. Also erstmal den Status Quo ermitteln. Da so langsam kriege ich Spiel hinten in die Ferse. Also gehe ich noch ein ganz klein bisschen näher ran wieder. Okay, da war die Ferse ruhig, ich komme ran. Hier mache ich jetzt die Markierung. Das vor der Fußspitze, bis dahin bin ich gekommen. Wollen wir hoffen, dass nach der Übung auch bei mir es etwas besser geworden ist. Ihr braucht für diese Übung ein Gummiband. Das haben wir jetzt hier schon mal um die Säule geschlungen. Ich zeige die Übung am rechten Fuß, den ich gerade getestet habe. Ihr nehmt das Gummiband und macht es euch möglichst weit unten an den Unterschenkelknochen fest. Es kann ein bisschen an den Haaren ziehen bei den Männern, zieht euch die Strümpfe ein bisschen höher, dann passt das. Und dann gehen wir auf ordentliche Spannung. Dieses Gelenk hält sehr fest, da können wir auch ordentlich Spannung drauf geben. Dann knie ich ab, fixiere mit meiner rechten Hand meinen rechten Fuß, sodass der Fuß wirklich fest stehen bleibt und die Bewegung nicht einfach im ganzen Fuß mitgeht. Also fixiere ich diesen Fuß fester auf dem Boden. Und was ich jetzt mache ist, dass ich mit dem Knie einfach von außen nach vorne wandere. Also im Extrembereich wieder. Ich gehe in den Extrembereich der Beweglichkeit, ich gehe nach außen und wandere weit nach vorne, wo ich dann Druck gebe. Und das durchlaufe ich ein paar Mal. Sagen wir, wir empfehlen immer 2 Minuten, es pro Unterschenkel zu machen. Was jetzt passiert ist, das Gummiband zieht die Unterschenkelknochen nach hinten. Und gleichzeitig bewege ich das Bein und mobilisiere so die Bändermuskulatur, die außen rum steht. So, die 2 Minuten sollten um sein. Jetzt gehen wir vorsichtig raus. Achtung, da ist Zug drauf. Und unmittelbar nach der Übung sollte sich euer Sprunggelenk, wenn ihr dann rauskommt aus dem Gummiband, ein bisschen seltsam anfühlen. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr ein paar Schritte geht, werdet ihr merken, dass das behandelte Sprunggelenk sich irgendwie anfühlt, als wenn ihr auf Wolken lauft. Es ist sehr, sehr, sehr frei im Gefühl, während das andere den Normalzustand hat. Testen wir mal, ob es mobiler geworden ist. Dafür gehen wir wieder zurück. Setzt ihr den Fuß natürlich erstmal in die alte Markierung. Sollte ohne Schwierigkeiten funktionieren. Gehe ein bisschen weiter zurück. Ich teste es nochmal. Die Ferse steht noch fest und ich komme ran. Ich muss jetzt nicht austesten, wie weit es besser werden würde, aber schaut mal hin. Das ist ca. 1 cm mehr, als ich vorher hatte, obwohl meine Sprunggelenksbeugefähigkeit schon wirklich immens ist. Also solltet ihr keine gute Sprunggelenksbeugefähigkeit haben, diese Übung wird sofort helfen. Macht 2 Minuten pro Seite, regelmäßig angewendet, es wird Wunder wirken. Was bringt es eigentlich für euer Training, wenn die Sprunggelenke jetzt beugefähiger sind? Ihr profitiert sofort in vielen Bewegungen. Am meisten werdet ihr das merken, dass ihr in der Kniebeuge auf einmal aufrechter seid, nicht mehr so weit vorgebeugt, weil halt die Knie weiter nach vorne gehen können. Und zum anderen, wenn ihr vielleicht eine Pistole schon trainiert und fallt dauernd nach hinten um, dann ist wahrscheinlich Sprunggelenksmobilität der ausschlaggebende Faktor. Probiert es mal, wenn ihr im Pistol-Training seid, macht diese Übung und werdet merken, dass ihr tiefer runterkommt oder vielleicht sogar unten bleiben könnt, ohne umzufallen. Viel Spaß damit! Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App gibt's im App Store.